Bigbow. Der Hersteller des ersten Fahrzeugs, das wir euch heute zeigen, behauptet, dieses Fahrzeug sei für Menschen entwickelt worden, die Wert auf Komfort, Sicherheit und einfache Bedienung legen. In der Tat hebt das Schnee- und Sumpffahrzeug Bigbow Fahrten auf ein ganz neues Niveau. Der Besitzer des Fahrzeugs kann Outdoor-Aktivitäten genießen, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen. Bigbow ist die Entwicklung von Russian SUV. Es hat eine geräumige Kabine für 5 Personen. Das Fahrzeug verfügt über einen großen Gepäckraum und eine Tragfähigkeit von 1 Tonne. Im Inneren kann man auf Wunsch ein ganzes Schlafzimmer organisieren. Speziell für Bigbow wurden Klappbetten entwickelt, die sich in 2 normale Betten verwandeln. Die Vorhänge helfen auch tagsüber beim Einschlafen. Die großen Räder haben keine Angst vor schwerem Gelände. Der Kippwinkel des Autos beträgt 35 Grad. Der maximale Anstieg beträgt 38 Grad. Unter der Haube befindet sich ein Motor mit einer Leistung von 102 PS. Die Geschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde. Und das Wichtigste, Bigbow ist ein Transformer, der sich in 10 bis 15 Minuten in ein Pickup oder sogar ein Boot verwandeln kann. Auf dem Wasser fährt er mit 7 km/h. Maverick X3. Wie viel kostet es, sich wirklich schnell zu bewegen und dabei alle Rahmenbedingungen, Grenzen und Einschränkungen zu vergessen? Über 19.000 US-Dollar. Dies ist der Preis für den Maverick X3 Sportwagen von Can-Am. Außerdem gibt es natürlich Modifikationen und anspruchsvollere Modelle, die noch mehr kosten, bis zu 32.000 US-Dollar. Zu den interessantesten Merkmalen gehört ein Motor mit einer Leistung von bis zu 195 PS. Ausgestattet mit einem Turbolader und einem Ladeluftkühler wird er von Experten als einer der besten der Branche bezeichnet. Die Federung hat eine beeindruckende Hublänge von über 550 mm. Die Bodenfreiheit beträgt bis zu 400 mm. Ebenso erwähnenswert ist der leichte und robuste Rahmen mit niedrigem Schwerpunkt. Jedes Detail ist durchdacht und verbessert die aerodynamische Leistung. Stoßdämpfer sind einstellbar und haben einen besonderen Schutz gegen Pannen. Afteros Shaman. Und das hier ist ein weiterer russischer Geländewagen der Firma Afteros. Nach der Präsentation im Jahr 2016 erregte das Auto viel Aufmerksamkeit. Beachtet den geschlossenen Originalrahmen, in den die Ingenieure alle Teile des Getriebes eingesetzt haben. Jedes Rad erhielt eine eigene Einzelradaufhängung und so gelang es den Spezialisten, eine hervorragende Leistung im Gelände zu erzielen. Der Kippwinkel beträgt 47 Grad. In Bezug auf Kabine bietet der Hersteller 2 Optionen an. Die Tourist-Option bietet Platz für bis zu 8 Personen, wobei jeder Insasse seinen eigenen bequemen Sitz hat. Die Jäger-Option hat mehrsitzige Sitze. Diese verwandelt sich in ein Schlafzimmer und bieten Platz für 4 Personen. Erstaunlicherweise scheint es für den Shaman überhaupt keine Hindernisse zu geben. Sümpfe, Tundra, Wälder und Wasserhindernisse spielen für ihn keine Rolle. Der Geländewagen bietet dem Fahrer und den Passagieren ein hohes Maß an Komfort. Apropos Wasser, auf Wunsch kann der Shaman mit einem Propeller ausgestattet werden, mit dem er Geschwindigkeiten von bis zu 5 Stundenkilometern erreicht. Trotz der offensichtlichen Umständlichkeit ist der Geländewagen so gebaut, dass er für die Stadt geeignet ist. Die Nutzlast beträgt von 1000 bis 1500 Kilogramm, je nach Gelände. Die Motorleistung beträgt 146 PS. Thor. Wenn wir uns der Mythologie zuwenden, so war Thor ein mächtiger skandinavischer Gott des Donners und des Blitzes, der zu seiner Zeit von vielen Menschen verehrt wurde. Und wenn ihr dieses Geländefahrzeug anseht, werdet ihr verstehen, warum das Fahrzeug diesen Namen erhielt. Thor, entwickelt von ukrainischen Ingenieuren, erreicht Geschwindigkeiten von nur 68 Stundenkilometern, doch das ist nicht so wichtig. Der Geländewagen verfügt über erstaunliche Geländefähigkeiten. Dabei helfen ihm riesige, speziell entwickelte schlauchlose Ultra-Niederdruckreifen mit einer Größe von 1640 x 640 mm. Die Bodenfreiheit beträgt bis zu 580 mm. Die Tragfähigkeit hängt vom Gelände ab und variiert zwischen 600 und 1000 Kilogramm. Der Motor hat eine Leistung von 160 PS.
In der Kabine gibt es 2, 4 oder 6 Sitze bzw. 3 Schlafplätze. Außerdem bewegt sich das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7 Stundenkilometern im Wasser. RZR Pro XP. Vor wenigen Monaten präsentierte Polaris Industries, der weltweit führende Hersteller von Geländefahrzeugen, ein aktualisiertes Modell seines beliebtesten Fahrzeugs. Der RZR Pro XP, der 2020 gebaut wurde, bietet noch mehr Leistung, Geschwindigkeit, Geländefähigkeit und Antrieb. Der Radstand wurde um 15 cm verlängert, sodass der Fahrer mehr Beinfreiheit hat und der Rahmen bei Stößen besser funktioniert. Die Steuerung in anspruchsvollen, schnellen und unwegsamen Gelände erfolgt augenblicklich mit automatischen Anpassungen per Knopfdruck. Der vordere Radhub beträgt 432 mm und der hintere 508 mm. Der Boxermotor hat ein Volumen von 925 Kubikzentimetern. Die Flüssigkeitskühlung trägt dazu bei, die Leistung auf beeindruckende 181 PS zu steigern. Die 30 Zoll großen Reifen sind achtlagig und daher besonders langlebig. Ein zusätzlicher Vorteil: 368 mm Bodenfreiheit. Das Fahrzeug wurde entwickelt, um das raue Gelände zu erobern und die steilsten Hänge und Abfahrten zu überwinden. Argo XTV. Das hier ist eine ganze SUV-Familie mit erstaunlichen Geländefähigkeiten, gebaut vom US-Hersteller Argo Adventure. Die Serie umfasst über 20 verschiedene Modelle, sie alle werden Fans von Outdoor-Aktivitäten begeistern. XTV ist die Abkürzung für ein Fahrzeug, das Konzept des Offroad-Fahrens auf ein völlig neues Niveau hebt. Dies sind amphibische Autos, die Hindernisse überwinden, an denen andere Geländefahrzeuge nicht vorbeikommen. Alle Reifen haben ein gleichmäßiges Drehmoment und können sich auch um 180 Grad drehen. Eine solche Nullkurve hilft dem Auto, aus den schwierigsten Orten herauszukommen. Sie sorgt außerdem für eine erhöhte Manövrierfähigkeit. Die Tragfähigkeit hängt vom Modell ab und erreicht bis zu 640 Kilogramm. Die Argo Progressive Steering Technologie sorgt für eine reibungslose und sichere Steuerung. Sie vereinfacht den Bewegungsbereich und sorgt für glattere, abgerundete Kurven. Arkos 800. Das folgende Fahrzeug ist ein modularer Geländewagen mit Niederdruckreifen. Das Design wurde 8 Jahre lang getestet, sodass das fertige Auto das optimale Verhältnis von Zuverlässigkeit und Zweckmäßigkeit aufweist. Arkos 800 sieht zwar wie eine Spezialmaschine aus, doch der Hersteller kümmerte sich darum, dass die Wartung und Reparaturen einfach und erschwinglich sind. Es ist in erster Linie erwähnenswert, dass dies ein LKW ist. Daher kann der Arkos 800 Lasten mit einem Gewicht von bis zu 350 Kilogramm transportieren, egal ob am Boden oder auf dem Wasser. Das Fahrzeug besteht aus 2 unabhängigen Modulen mit Allradantrieb. Die Räder sind schlauchlos und 1300 x 530 mm groß. Der Hubraum beträgt 1,5 Liter. Kawasaki Terex KRX 1000. Wenn man sich den modernen ATV-Markt ansieht, stellt man einen sehr traurigen Trend fest. Mehrere groß etablierte Unternehmen zeigen jedes Jahr Modelle mit ähnlichen technischen Eigenschaften. Der vor 6 Monaten gezeigte Terex KRX 1000 macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Das Modell aus dem Jahr 2020 lässt seine Konkurrenten weit hinter sich. Dieser sportliche Geländewagen war die Idee der japanischen Marke Kawasaki und ist heute ein wahres Flaggschiff. Die Rahmenrohre haben dickere Wände an Stellen mit hoher Beanspruchung, wie Motor- und Aufhängungshalterungen. Kawasaki versuchte nicht, die UTV-Suspendierung neu zu erfinden, es hat eine Viellenker-Hinterradaufhängung mit gewölbten Längslenkern und doppelten A-Armen vorne. Die Stoßdämpferkörper haben eine Edelstahlhülse, um zu verhindern, dass sich die Federn auf ihnen abnutzen. Die Bodenfreiheit beträgt 365 mm, die Räder sind die größten in ihrer Klasse. Alle 4 Räder ragen über die Karosserie hinaus. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrersitz sind vorne und hinten verstellbar. Tinga Track.
Was auf den ersten Blick wie ein mächtiger, beeindruckender Panzer aussieht, ist eigentlich ein Fahrzeug, das für alle zugänglich ist. Okay, fast für alle, denn er kostet mindestens 24.000 US-Dollar. Diese Anschaffung lohnt sich aber, denn das Fahrzeug der russischen Firma Tinker umfasst bis zu 5 Fahrzeuge in einem. Das Auto gilt als Schneemobil und überwindet auch beeindruckende Erdfälle. Wie eine Amphibie bewegt sich Tinker Track auf dem Wasser und hat wie ein ATV keine Angst vor Offroad. Das Auto fährt im Sumpf und kann auch leicht einen Traktor ersetzen, bei Schneeräumen helfen oder Gartenarbeiten ausführen. Der Geländewagen überwindet Hänge von bis zu 40 Grad und hat keine Angst vor Neigungen von bis zu 45 Grad. Die Höhe von Hindernissen darf höchstens 60 cm betragen. Die Raupenplattform hilft beim Durchfahren von 1 Meter breiten Gruben und überwindet Gräben mit einem Winkel von bis zu 100 Grad. Die Motorleistung beträgt 57 PS, die Tragfähigkeit ist mit einer halben Tonne angegeben. Im Inneren haben bis zu 5 Passagiere Platz. Tinker Track fährt auch dann, wenn die Außentemperatur auf minus 30 Grad Celsius abfällt. Burleigh 6x6. Obwohl wir euch schon viele unterschiedliche Geländefahrzeuge gezeigt haben, wird euch dieses Modell mit seinen technischen Eigenschaften überraschen. Burleigh ist ein exklusiver Geländewagen mit 6 Rädern und mit einer Leistung von 150 PS. Er wird von der russischen Firma Westehody Makarova gebaut. Auf festem Boden beschleunigt das Auto auf 80 Stundenkilometer, was für ein Auto dieser Größe nicht schlecht ist. Die Geschwindigkeit auf dem Wasser beträgt 3 km/h. Mit einer Schraube sind bis zu 6 km/h drin. Die Tragfähigkeit beträgt unglaubliche 2 Tonnen. Die Bodenfreiheit bei Burleigh beträgt auch bei Volllast 700 mm. Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, ist das Fahrzeug mit Karosserieverkleidungen aus Aluminium, doppelt verglasten Fenstern und vierlagigen Niederdruckreifen ausgestattet. Die Räder können aus der Kabine aufgepumpt werden. Jeep Gladiator. Schauen wir uns nun einen vielseitigeren Geländewagen an, der mit seinem traditionellen Aussehen fast jeden ansprechen wird. Natürlich kann der Jeep Gladiator nicht auf dem Wasser schwimmen, doch seine Leistung und seine Geländefähigkeit sind atemberaubend. Es stehen 2 Motoren zur Auswahl, Benzin für 285 PS und Diesel für 264 PS. Das Dach und die Türen sind ebenfalls anpassbar. Im Katalog findet man über ein Dutzend Kombinationen. Interessante Merkmale sind die elektronische Achsverriegelung, der Stabilisator, der den Radweg erhöht, sowie 2 Antriebsoptionen. Die Offroad-Reifen haben einen Durchmesser von 33 Zoll. Die Bodenfreiheit beträgt 280 mm, die Tragfähigkeit beträgt 770 kg. Der Geländewagen kann außerdem einen Anhänger mit bis zu 3,5 Tonnen ziehen. Obwohl wir zu Beginn gesagt haben, dass der Jeep Gladiator nicht schwimmt, hat er keine Angst vor Wasser, vorausgesetzt, die Wassertiefe beträgt höchstens 76 cm. Pomor X6. Das letzte Fahrzeug für heute ist wahrscheinlich das kompakteste. Trotzdem ist es ein Geländewagen. Achtet zunächst auf die kombinierte Raupenaufhängung. Sie wurde so entwickelt, dass man auch zur kalten Jahreszeit problemlos vorwärts kommt. So versagt das Fahrzeug zusammen mit dem frostbeständigen Gummi auch bei minus 40 Grad Celsius nicht. Damit kann man das ganze Jahr über problemlos in unebenem Gelände fahren. Die Metallschienen erhöhen die Traktion. Das Radmodul mit einem Schwenkmechanismus bietet eine einfache und komfortable Bedienung. Es ist erwähnenswert, dass der Pomor X6 auf der Basis eines motorisierten Zugfahrzeugs entwickelt wurde. Man kann ihn jedoch auch als Standardgeländewagen verwenden. Seine Leistung beträgt 15 PS, aber das ist mehr als genug. Hersteller ist die russische Firma Pomor. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und noch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.